Schauen Sie bitte alle mal zu Klaas. Klaas hört nur, es geht um irgendwas mit Buzzard und hat schon die Hand darüber. Der Mann ist vorbereitet. In diesem Quiz geht es jetzt aber tatsächlich um den Wilden Westen. Und es kommt zum Kampf mit offenem Visier. Ihr bekommt Klamotten. Da habe ich schon was vorbereitet. Ihr werdet jetzt... Günther kriegt jetzt auch... Oh, wow. Günther kriegt Klamotten, Sarah kriegt neue Klamotten und auch Klaas kriegt Klamotten für das wunderbare Duell, was wir jetzt hier gleich sehen werden, wo ihr nämlich kämpfen müsst gegeneinander. Also ganz ehrlich, ich sehe mich schon mehr oder weniger nächstes Jahr in Bad Segeberg. Ich sehe mich nächstes Jahr schon in Bad Segeberg. Joko, ich sage dir... Joko, ich sage dir... Wir müssen uns beide Mühe geben, weil ansonsten... Also ich sag mal so, du weißt, wie gut ich schauspielern kann. Ich sollte auf gar keinen Fall nach Bad Segeberg. Das ist egal in Bad Segeberg. Das ist egal in Bad Segeberg. Das hat Erol Sander auch nicht verhindert. So. Oh Gott, ich hatte vergessen, dass Stefan da ist. Ah, da habe ich mal richtiges Eigentor geschossen. Ne? Richtig, man hat ein bisschen das Gefühl, man hat eine Persönlichkeitsstörung. Aber eine mit Smoking. Also, ich stelle gleich offene Fragen. Nachdem ich die Frage zu Ende gestellt habe, startet ein Timer und der geht maximal 30 Sekunden. Sobald ihr die Antwort wisst, zieht ihr euren Buzzer aus dem Holster und löst aus. Ihr müsstet euch am besten auch tatsächlich vor eure Pulte stellen alle, dann sieht man noch besser, wie ihr da den Buzzer-Call zieht. Wenn ihr draufgedrückt habt, laufen die 30 Sekunden oder welche Zeit auch immer ihr gebuzzert habt, wieder rückwärts und in der Zeit müsst ihr die Antwort geben. Okay. Das bedeutet auch, dass ihr, ich liebe es, Klaas. Haben wir gecheckt. Johnny Augen zusammendrückt und sagst, okay. Okay. Das heißt aber auch, je länger ihr also mit dem Buzzern wartet, desto wahrscheinlicher kann es sein, dass jemand anderes vor euch buzzert. Das heißt, ihr müsst genau abwägen, wann haut ihr rein, wann nicht, wie viel Zeit braucht ihr, um die Antwort zu geben. All das ist ein bisschen more tricky vielleicht als die Runden bisher. Also, got it? Ja. Let's go. Wie heißen die 6 verschiedenen Figuren beim Schach? Dame, König, Springer. Wie willst du denn in 0,03 Sekunden die Antwort geben? Genau. Du musst, ich erkläre es jetzt nochmal an Stefan. Du bist befreit. Ich halte es nicht mehr aus, dass du die ganze Zeit quatschst. Tschüss, Stefan. Riesenapplaus. Tschüss. Klaas, du kennst das. Ja. Ich habe den eigenen Gag nicht mehr ausgehalten. Ich gerade bei meinen Gags, ich weiß immer nicht, wann gut ist. Und das war eins zu viel. Läuft das? Was, wir unterhalten uns gerade. Es läuft doch. Ja. Dame, König, Bube, nicht Dame, ja. Dame, König, was? Turm, alles Pferd geht schief, Joko wird verrückt. Moment, halt, Leute. Stopp. Was, ich hab dir gesagt, raus. Moment. Wieso bin ich denn raus? Halt, stopp, Fehler. Jetzt rede ich. Das ist ein Fehler. Mach bitte nichts. Die müssen kurz. Wir sind trainiert wie so Laboräffchen, ne? Weil das ich wollte Sarah ganz kurz noch mal erklären. Du hast quasi die richtige Antwort, aber du musst so lange taktieren, wie du glaubst, dass du brauchst, um die Antwort zu geben und dann erst buzzern. Okay. Dass du bei 0,03 gebuzzert hast, bedeutet, dass du jetzt so antwortest. Jetzt ist es angekommen. Anders! Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Das ist die Frage, die ich euch jetzt stelle. Mit welchen 3 Wörtern beginnt der Text des Bangles-Song Eternal Flame? Welche 3? Close your eyes. Das ist richtig. 1 Punkt für Klaas. Glückwunsch. Danke. Hier ist die nächste Frage. Ja. Warte. Moment, wir brauchen Ruhe, damit sich alle konzentrieren können. Hier geht es schließlich um eine ganze Menge. Welche 5 Zahlenwörter zwischen 1 und 25 fangen, wenn man sie ausschreibt, mit Z an? Zwei. Zehn. Oh. Zeit ist rum. Und jetzt? Ihr könnt nochmal. Welche 5 Zahlenwörter zwischen 1 und 25 fangen, wenn man sie ausschreibt, mit Z an? Oh, logisch. 2, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nein. Fangen mit Z an. 21. Ach. Oh Gott! Jetzt, Lena, hast du alles in deiner Hand. Scheißen Dreck da. 7, 8. Ich warte jetzt einfach, dann habe ich richtig viel Zeit. Dann zähle ich nämlich durch. Nee, du musst mir die richtigen Antworten geben. Ich durch weiß. Durchzählen? Ich verstehe das schon. Okay. Bis 25, richtig? Bei 30 ist Schluss. Bei 30 ist Schluss. Ja. Da ist 30 Schluss, aber 25 stimmt bei der Anfrage. 2. 10.
12. 20. That's it. 22. Ein Punkt. Ein Punkt für Lena. Richtig beantwortet in der Zeit bedeutet ein weiterer Punkt das für Lena. Das liebe ich. Hier ist die hier ist die nächste Frage. Mit welchem Kraftausdruck bedachte Joschka Fischer am 18. Oktober 1984 den damaligen Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklen? Arschloch! Arschloch ist richtig. Ein Punkt. Mit Verlaub, Herr Präsident. Der genaue Satz war: Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Genau so war es, weil ein Parteifreund der Sitzung verwiesen wurde, hat Joschka Fischer ihm die Meinung gesagt. Das war Spiel mir das Lied vom Doof. Ey Leute, ich hoffe dass ihr hier die Glocke abonniert habt oder wie das heißt. Aber wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann geht man auf diesen Kanal hier unten. Und ansonsten habe ich auch noch den Wunsch, dass ihr ein Abo da lasst. Dafür müsst ihr einfach kurz hier oben draufklicken. Und hier unten, wenn ihr unten das Eck da reingeht, da könnt ihr ganze Folgen auf Join gucken. Also, egal was ihr von den drei Sachen macht, am besten alles. Aber schön wäre, wenn ihr eins macht. Dankeschön. Tschüss.